Servus, willkommen zu einer neuen Folge Chiropraktik. Heute mit Caro. Schön, dass du da bist. Ja. Und für den erfahrenen Zuschauer, euch wird auffallen, wir sind heute im neuen Raum, neue Umgebung. Insofern voll Power heute in der neuen Umgebung. Kannst dich schon mal drauf freuen. Heute wird intensiv, nicht so wie sonst. Was kann ich für dich tun? Also eigentlich bin ich schon gefühlt seit 13 bin immer wieder geplagt von Rückenschmerzen, hauptsächlich im unteren Rücken. Wie alt bist du jetzt? Ich werde jetzt 32. Nee, ich werde 33 sogar schon. Seit 20 Jahren? Ja, und natürlich war ich damit auch schon häufiger beim Arzt. Damals hat man festgestellt, ich hätte eine Skoliose. Und dass das eben jetzt durch das Wachstum bedingt ist und die Diagnose von dem Orthopäden damals war, er nannte das Bandscheibenvorwölbung. Und dadurch würde dieser Schmerz entstehen durch diese Reizung von den Nerven. Mhm. Ganz kurz einmal, wenn euch der Arzt sagt, ihr habt eine Protrusion, das ist eine Vorwölbung, sagt er, ihr habt einen Prolaps, das ist ein Bandscheibenvorfall. Mal eben so. Ja, und dann sollte ich das stabilisieren mit Schwimmen und Training und ich habe dann aber irgendwann mit 15, 16 Jahren angefangen Spinning zu machen und infolgedessen auch Mountainbike zu fahren und wollte sehr gerne auch Rennrad fahren. Mhm. Und dann sagte unser Trainer damals, nicht mit einer solchen Instabilität, Caro, dafür musst du erst was tun. Okay. Und dann habe ich Physiotherapie für diesen Rücken bekommen und dann auch Gerätetraining in Anschluss dessen gemacht. Aber ich bin das nie richtig losgeworden. Und ich dachte immer, wenn ich so anstrengend trete, dann kam das insbesondere, also wenn ich viel bergauf fuhr, dann meldete sich das. Das ist normal, das hat jeder. Darf ich einen kurzen Break machen? Du sprichst über das. Ja. Ich weiß von dir das. Diesen Zug hier in meinem unteren Rücken. Ein Zug im unteren Rücken, auf der rechten Seite. Nervbar, also mittig. Genau mittig. Ja, ziemlich mittig. Aber es ist ein Zug. Ja. Es ist nicht punktuell. Nein, es ist nicht punktuell. Okay. So, war das beim Mountainbike-Fahren und beim Rennradfahren gleich? Ja. Da war der Zug gleich? Ja. Also egal, welche Positionierung du auf dem Fahrrad hast. Und das habe ich auch beim Spinning. Also nicht nur auf dem Rad, sondern auch... Du bist ja nie gelaufen. Ja, habe ich auch gemacht, aber das hat es nicht besser gemacht. Also nehmen wir mal an, du warst joggen. Ja. Dann hast du auch diesen Zug gekriegt. Nein, aber wenn ich dann wieder Rad gefahren bin, war es eher schlechter als besser. Oder im Anschluss danach, wenn ich... Moment, wenn du gelaufen bist, hattest du keine Schmerzen. Nein. Aber wenn du Rad gefahren bist. Dann wieder. Jetzt sag mir nicht, dass du bis zum heutigen Tag Rad fährst. Ja. Okay. Ja, aber das hat sich dann, also so, da habe ich mich dran gewöhnt. Und dann kam jetzt Ende letzten Jahres, habe ich mich vor der Waschmaschine gehockt, um Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner zu packen. Ja. Dabei habe ich einfach so einen Stich in den Rücken bekommen und konnte mich nicht mehr bewegen. Mittig oder seitlich? Seitlich. Seitlich. Mhm. Okay. Und dann habe ich versucht, einen Termin bei einem Arzt zu bekommen und habe dann erst anderthalb Wochen später einen bekommen. Und ich konnte mich aber wirklich nicht mehr bewegen, auch mit Schmerzmittel nicht mehr. Mhm. Dann sagte jemand, hier, fahr doch mal da zu dem Chiropraktiker, der löst das. Mhm. Und dann bin ich dahin. Ich bin zwei Tage später wieder dahin. Ich konnte mich sofort wieder bewegen, das war toll. Aber seitdem schlafen mir Hände und Füße ein. Hände und Füße? Ja. Hände und Füße. Wann schläft? Und mir schläft so, meistens fängt das an, die rechte Arschbacke schläft mir ein und dann zieht es runter in den Fuß und die Hände irgendwie unabhängig. Warte doch ganz kurz. Und linkes Bein auch? Meistens das rechte und das linke hatte ich auch schon mal, aber meistens das rechte. Okay. Weißt du, hat er dir gesagt, was er in Bewegung gebracht hat? Nein. Ich würde mal tippen, das Kreuzbein. Aber, weiß ich nicht genau. Das Einschlafen, wann kommt das vor? Wenn ich viel sitze. Mhm. Ja.
Und mit den Armen, das hattest du vorher noch nie? Nein. Dass die eigentlich, oder die Hände. Ich hatte schon mal, wenn ich mich so lange da drauf gestützt habe. Klar. Aber dann, wenn die einschlafen, Arme, schlafen die beidseits dann auch ein? Nein, wir schlafen hier die Hände. Oder die Hände, die, aber schlafen die immer beidseits? Nein, also meistens die rechte Hand. Ja. Und gerne fühlt sich das auch wie so ein Krampf hier dann an. Ja, okay. Ja. Und das war vorher bis dato noch nie? Nee, das hatte ich vorher nicht. Und dann hat er nochmal nachmobilisiert, aber es hat sich nichts geändert. Ich bin dann nicht mehr dahin gegangen. Okay, wo warst du denn dann? Nicht mehr. Also ich war zweimal bei dem, weil ich war einmal da. Ja. Und dann sagte der, ruhig alles machen wie bisher, nur nicht auf dem Sofa liegen, lieber bewegen. Ah, okay. Und dann habe ich einen Tag, nachdem ich das zweite Mal da war, habe ich mich so ein bisschen auf der Matte gedehnt. Dann hat es mal richtig in meinem Nacken gekracht. Dann war mir auch circa eine Viertelstunde schwindelig. Und dann war es wieder gut. Aber seitdem habe ich hier auf jeden Fall richtig krasse Kopfschmerzen hier vorne. Auf der rechten Seite? Ja. Also rechts dominiert, ne? Rechtes Bein schläft häufiger ein, es zieht durchs Gesäß. Rechts und rechts mehr Kopfschmerzen. Kopfschmerzen waren dir vorher auch fremd? Nee, ich habe immer mal wieder Kopfschmerzen gehabt, aber jetzt nicht so intensiv in diese, dass ich immer sagen konnte, es ist immer diese Stelle. Jetzt bin ich auch Chiropraktiker. Hallo! Warum bist du denn jetzt hier? Weil ich habe dann ja mit diesem Problem gelebt und habe bei, auch aus einer Neugierde, dann im Internet Chiropraktik eingegeben und bin irgendwann auf eurem Instagram-Account gelandet. Und da gab es ja diese SOS-Videos. Ja. Und ganz viele davon fand ich total cool, weil ganz viele davon ganz viele meiner Fragen beantwortet haben. Ah, okay. Wie zum Beispiel, wie stehe ich richtig? Stehe ich auf einem Bein rechts oder links? Weil ich habe auch einen Stehschreibtisch, der viele meiner Probleme deutlich besser macht. Und dann stand ich immer so auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Und dann habe ich mich gefragt, ist das denn überhaupt richtig oder stehe ich in der Mitte richtig? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist so ungemütlich, das kann nicht richtig sein. Ja, aber es ist richtig. Wie steht dieser Schreibtisch eigentlich richtig? Beantwortet mir auch das Video. Ja, cool, okay. Die SOS-Videos, falls ihr die noch nicht kennt, guckt mal auf Instagram, Linda. Hallo. Ja, also fassen wir nochmal zusammen. Seitdem du 13 bist, hast du Rückenbeschwerden, aber letztes Jahr, wann war das? Im Dezember. Im Dezember. Okay, es ist richtig kacke geworden. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was wir finden. Ja. Füße, Knie in Ordnung? Hüften? Also ich hatte mal Einlagen. Ja. Trag die aber nicht mehr. Nö. Also Füße, Knie in Ordnung? Ja, tut mir nicht weh. Okay. Außer, dass sie halt manchmal einschlafen. Hast du jetzt gerade irgendwelche akuten Beschwerden? Können wir irgendwelche Schmerzen provozieren durch irgendwelche Bewegungen? Weiß ich nicht. Also morgens, wenn ich aufstehe, kann ich mich nicht so gut bücken. Es wird aber meistens über den Tag besser. Dann habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie steif. Ja, stimmt auch. Dann stehen wir mal hin. Und dann gehen wir einmal mit den Fingerspitzen zum Boden, bitte runter. Knie bleiben gestreckt. Hier ist ja, das ist ja wohl mobil genug, ne? Spürst du dabei irgendwas im Rücken? Nein. Aber zu Hause habe ich das eben gemacht zum Haare föhnen über Kopf. Ja. Und dann habe ich gedacht, hier ist unbequem. Wenn ich weitergehe, dann zieht es in meinen Hintern rein. Aber da kam ich halt auch vom Schreibtisch. Ja. Da hatte ich lange gesessen. Ja. Genau. Du hast das ganz vor, Studentin, ne? Ja, und ich arbeite in einer Baufirma nebenher. Ah ja, okay, gut. Also genügend zu tun. So, okay, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Untersuchung an. So, jetzt, Carol, hast uns noch eine ganz wichtige Information gerade mitgeteilt, nämlich, dass du auf dem rechten Auge von Geburt an, nichts sehen konntest. Also gar nichts sehen konntest. Deine Mutter hat immer gesagt, halt mal den Kopf gerade. Ehrlich gesagt finde ich deinen Kopf relativ gerade, was mich eigentlich verwundert. Weil ich glaube, dass du am ersten Halswirbel, dass da noch ein bisschen was ist. Wenn ich jetzt aber direkt von vorne gucke, ist hier der Kopf relativ zentriert auf der Halswirbelsäule. Die Schultern, ist eine andere Geschichte. Bei den Schultern sehen wir deine Skoliose. Also du bist skoliotisch. Das würde mich arg wundern, wenn nicht. Die ist tiefer als die hier.
Hier ist weiter vorne, wir haben eine Torsion. Drehe ich mal um 360 Grad bitte. So, das waren 180. Genau, danke. Nochmal bitte. Okay, gut. Das sah nach einer starken Beckenverbringung aus, aber jetzt haben sich die Füße ausgeglichen. Nee, dein Kopf ist eigentlich, also ich weiß nicht, was deine Mutter hatte, vielleicht war es früher anders, aber jetzt gerade oder vielleicht auch wegen der Kamera, aber das gefällt mir ganz gut. Das heißt aber nicht, dass hier oben, hier hinten, da in dem Bereich auch alles sitzt. Gut, so, darfst dich bitte da einmal hinsetzen. Hier einmal darauf. Ja, guck mal, das T-Shirt ist ganz einfach zu ziehen. So, jetzt wollen wir mal als allererstes, bevor ich überhaupt anfange, klären. Dieser Schmerz im Dezember, war der hier unten in dem Bereich oder hier oben in dem Bereich? Da ungefähr. Okay. Das hier ist der typische Bereich für einen Hexenschuss. Und ein Hexenschuss gibt es verschiedenste Definitionen für. Für mich ist ein Hexenschuss. Oh. Ich darf ja nicht mehr O und A sagen, weil ich ja die Leute beeinflusse. Aber du hast selber gelacht. Merkst du das Knacken, ne? Ja. Guck. Also, direkt hier an der Stelle habe ich eine Tiefe. Rechts nicht. Wenn ich da durchgehe, das ist wie so ein Überspringen und das ist da an der Stelle eigentlich sehr unüblich. Also, wenn ihr an der Stelle mal richtig Schmerzen habt und euch nicht richtig bewegen könnt, dann müsst ihr euch nicht zwangsläufig mobilisieren lassen, weil das hier eine Gewebeproblematik sein kann. Das kann ich später noch erklären. Okay, gut, nehmen wir das erstmal so hin. Kannst du dich noch daran erinnern, als er dich mobilisiert hat, hat er hier unten angefasst? Weißt du nicht mehr, ne? Okay. Ich würde einfach mal das ins Gesäß zieht und auch noch der Fuß oder die Füße schlafen mit ein? Oder kribbeln? Nicht ja. Immer, manchmal. Okay, so auf jeden Fall weist das für aufs Kreuzbein und untere Lendenwirbelsäule hin. Und jetzt gucken wir erstmal nochmal einmal. Jetzt habe ich vorhin von einer Skoliose im Stand gesprochen. Im Sitzen sieht man kaum was von deiner Skoliose, die ich vorhin angesprochen habe. Da kann ich mich fast schon wieder ein bisschen revidieren, weil der Verlauf sieht schon recht gerade aus. Ne? Vor allem auch hier unten in der Lendenwirbelsäule. Nun gut, und auch hier nochmal zum Ohr-Ohr, Schulterabstand. Ja, relativ gleich. Also Schiefstand wäre, wenn wir wirklich da hingekippt werden, ist aber nicht der Fall. Na gut, dann wollen wir mal schauen. Ach so, warte mal, nochmal. Der Zug, den du seit 13 kennst, ist das dann hier direkt oder ist das wirklich mittig? Das ist hier so. Ja, okay. Das heißt dann hier in diesen beiden Bereichen? Ja. Ja, okay. Schon mal irgendjemand deine Hüftbeuger bearbeitet? Nein. Hast du überhaupt schon mal Therapie gehabt? Außer der Chiropraktor, wo du warst? Ich hatte irgendwann so mit 18 mal Massage. Wie sonst vorher nicht? Ist Skoliose diagnostiziert worden, aber ist. Nö, dann hatte ich einmal Krankengymnastik und. Einmal? Ja. Na, stark, also ein Rezept, okay. Ja. So, beug dich mal einmal nach vorne, bitte. Nach vorne beugen. Dann komm wieder hoch. Nochmal bitte. Und wieder hoch. Nochmal. Und wieder hoch. Nochmal. Und wieder hoch. Und nochmal. Nochmal. Na, dann ja, rutscht. Nochmal. Okay. Trotzdem. Skoliose trotzdem, vom Muskelbauch her, ist rechts hier deutlich stärker.
Hier ist es flacher, hier ist es dicker ausgeprägt. Also man sieht schon, dass das damals, ne, was da damals schon auch vorhanden war, ist aber eigentlich ganz gut rausgegangen. Eigentlich hätte ich mir jetzt erwartet, auf der rechten Seite eine Kreuzbeinblockade, aber die haben wir auf der linken Seite und rechts eher im Darmbein eine Problematik. Bin ein bisschen überrascht fast, muss ich sagen. Und auch, dass drüber nichts ist, vor allem bei L2. Nochmal nach vorne, bitte. Okay. Nee. Obere Lendenwirbelsäule kann ich gerne dann bei Hexenschüssen dann, kann mit blockieren. Ich habe vorhin gesagt, das muss nicht mobilisieren, muss es auch nicht zwangsläufig, aber es kann. Also wenn ihr einen Hexenschuss habt, diese typische, ne, runter, hoch oder ne, so ein Stich hinten rein und vor allem die letzte Rippe ist hier, wenn das unterhalb der letzten Rippe ist, hier in diesen Bereichen, ist zu 90% keine Mobilisierung nötig. So, jetzt haben wir hier eine Beckenverstellung. Lendenwirbelsäule ist sonst klar. Gucken wir mal weiter. Was wir sonst, hat der nur unten mobilisiert oder auch Brust- und Halswirbelsäule? Auf jeden Fall hat er die Halswirbelsäule mobilisiert. Hat er? Ja. Hm. Und Brustwirbelsäule nicht? Weiß ich nicht. Der hat einmal so praktisch, dass ich meine Hände so in den Nacken legen sollte und dann hat er so an mir gezogen. Ja. Ich weiß aber nicht, wofür das war. Brustwirbelsäule. Moment, so einmal. So, ja, okay. Hm. Wie lange hat die Behandlung gedauert? Viertelstunde. Hm. Mit Vorgespräch? Ja. Ich quatsch schon eine Viertelstunde. Aber er hatte so eine interessante Spritze. Was denn für eine Spritze? Ja, der hat dann erst immer da so... Ach, der hat gequaddelt. Ja, weiß ich nicht. Wer macht denn schon Injektionen? Quaddeln mache ich auch. Da, guck mal, da sind meine Nadeln drin. Ja. Bei dem stand der ganze Tisch voll. Hm. Ja, man kann es auch übertreiben. Du hast mal einen riesen ersten Halswirbelkörper. Respekt. Linda, sag mal, oh. Genau, das war Lindas Text, damit ich es nicht sagen muss. Aber wir ergänzen uns gut hier. Das sind die Fahrradfahrer, ne? Was machen die Fahrradfahrer noch? So. So, genau. Hast aber auch hier eine Muskulatur par excellence. Dein zweiter Halswirbel, glaube ich, auf der rechten Seite, der interessiert mich auf jeden Fall schon mal. Ihr kennt das immer in Rückenlage, kann ich mehr Aussage nochmal treffen, aber hier fühle ich auf jeden Fall viel, viel Spannung. Woher kommst du nochmal? Aus? Bad Münstereifel. Wer das jetzt verstanden hat, kann einen Kommentar unten drunter schreiben. Okay. Das ist gemein. Ja, definitiv. Leg dich mal einmal auf den Rücken, bitte. So, also Becken, ja, müssen wir mobilisieren, aber so richtig hundertprozentig erklären. Leg dich mal einmal bitte auf den Rücken. Kann ich mir das Ganze noch nicht. Also, du hast eine erhebliche Spannung in der Halswirbelsäule. Nichtsdestotrotz konnte ich das eigentlich schon im Sitzen gut tasten. Und das ist sehr unüblich, der zweite Halswirbel. Das hat auch noch keiner gemacht. Schwimmbewegung. Oh, nochmal. Schwimmbewegung auf der Therapiebank. Krass. Okay, also, mein zweiter Halswirbel hier oben, der hat sich deutlichst nach rechts verschoben. Das darf so definitiv nicht sein. Ansonsten aber. Na, nehmen wir den rechten auf der linken Seite auf jeden Fall anscheinend noch mit. Das ist praktisch. Wenn du anfängst, da unten zu rudern, habe ich auf jeden Fall schon mal eine Schmerzrückmeldung. Erster Halswirbel, aber. Passt. Hm. Okay. So.
sicher. Ich kann nur von dem ausgehen, was ich jetzt bisher gesehen habe. Du hast... Dieser Hexenschuss, war der eher rechts oder eher links? Links. Aber rechts im Gesäß strahlt es mehr aus. Mhm. Also links haben wir ja im Sitzen gerade, das war ja das Erste, was ich gerade quasi getastet habe, wirklich gemerkt, da ist noch viel Spannung drauf. Rechts haben wir das Darmbein verstellt, links aber auch das Kreuzbein. Ist nicht typisch für die Ausstrahlung ins Gesäß. Jetzt haben wir aber hier auch eine Fahrradfahrerin und da will ich einfach die Flexoren, Hüftflexoren, die muss ich mitnehmen. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Linda, hast du Zeit heute? Sicher. Hast du Zeit? Mhm. Ja. Klasse. Dann wollen wir mal anfangen. Also, habe ich das richtig verstanden? Was? Meine Frage kam erst noch. Stell mal das Bein an. Huch, das war schick. Guck mal, eine Tätowierung direkt. Du hast mit 18 einmal ein Rezept gehabt und warst dann jetzt einmal beim Chiropraktor. Das war's. So. Sonst ja, ich war zwischendurch auch schon mal beim Orthopäden, weil mir der Rücken wehgetan hat. Aber ja, dann habe ich so einen Tape bekommen, aber sie fanden es nicht weiter schlimm oder gravierend. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dann gehe ich auch nicht mehr hin, weil es irgendwie auch lächerlich ist. Ja, also wenn man überlegt, dass man seit 20 Jahren Rückenbeschwerden hat, ist das jetzt nicht so viel an Therapie. Nö. Nee. Darf ich jetzt nochmal fragen, darf ich dich eigentlich heute mobilisieren? Ja. Darf ich? Danke für das Vertrauen. Ich werde die Mobilisierung, die ich mache, werde ich ansetzen. Und wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, wenn du sagst, ich fühle mich nicht gut, schon alleine aus der Erinnerung an Dezember letzten Jahres, dann sag mir das. Okay? Ja. Aber das wird wesentlich angenehmer als das hier. Ja, wir haben Beckenverstellung. Ja, wir haben eine Halswirbelsäule. Was? Brustwirbelsäule. Warte mal, habe ich selber schon wieder vergessen. Irgendwas habe ich da eingezeichnet. Irgendwas habe ich gespürt. Muss ich gleich nochmal gucken. Symptomatik ist trotzdem mir ungewöhnlich. Ich kann es jetzt nicht bis zum Schluss erklären, aber ich werde das behandeln, was ich gefunden habe. Okay? Gut. Wenn dich die Behandlung zu sehr unter Stress setzt, dann sagst du mir Bescheid. Okay? Ja. Gut. Dehnst du dich häufig? Nicht lachen. Fahrradfahrer dieser Nation, fangt an, eure Hüftbeuger zu dehnen, bitte. Ja, falls ihr nicht unter Rückenschmerzen leiden wollt, dann wäre das eine super Idee. Das ist einfach. Sport ist toll, aber wir sitzen alle zu viel. Und wenn man dann als Sport auch noch sitzt, ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt so gut. Nichts gegen Radfahren. Ich habe selber ein Dreirad. Ich versuche Mountainbike zu fahren, klappt nicht häufig. Atmen bitte. Was war das denn? Hast du versucht, dass dein Kopf explodiert? Nein, ich habe das gar nicht gemerkt. Das ist gerade frisch gestrichen hier. Ich habe das gar nicht gemerkt. Also die nächsten Tage hast du auf jeden Fall nichts vor, ne? Musst du morgen arbeiten? Mhm. Gut. Morgen ist mein freier Tag. Perfekt. Da bin ich in der Uni. Okay, gut. Ist es so anstrengend gerade? Nein? Nein? Nein. Okay.
Ich gehe mal ein bisschen raus. Muss mal ein bisschen. Das ist so. Geht? Okay. Bist du mal einen Tag in der Uni? Das reicht? Ich bin fast fertig. Ich muss nur noch restliche Klausuren schreiben. Ah, okay. Das heißt, die stehen jetzt auch noch bevor. Jetzt bist du auch noch voll in der Lernphase, oder was? Erst ab Juni. Okay. Was war das jetzt nochmal, was du studierst? Bauingenieurwesen. Damit verdient man richtig viel Geld, ne? Der am schlechtesten verdienende Ingenieur. Warum macht man es dann? Habe ich mich vorher nicht mit auseinander. Wenn man trotzdem immer noch sehr gut verdient, wahrscheinlich, ne? Ja, keine Ahnung. Was für ein Ingenieur verdient denn am meisten? Ich glaube Verfahrens- und Prozesstechniker. Ich weiß es aber nicht. Kann ich noch nie werden. Die machen zum Beispiel Treibstoff. Die machen Treibstoff. Ja, das ist ja auch wichtig. Okay. Arbeitest du selber mit einer Faszienrolle? Ja. Gut. Den Rücken immer aus. Oder die Oberschenkel auch? Auf. Oberschenkel auch? Ja. Oberschenkel wo? Vorne, hinten, Seite, Mitte, innen? Vorne und warum? Hier an der Seite. Warum? Weil mir das wehtut, wenn ich da drüber rolle. Ja, okay. Gut. Aber nicht beim Fahrradfahren oder im Alltag? Da merkst du die Beine nicht. Gut. Linda, es gibt zwei Hüftbeuger. Welche sind das nochmal? Wenn du jetzt nicht in Folge 200 selber behandelt werden willst, musst du das richtig beantworten. Wurde jetzt schon wieder nachgefragt. Oh. Der? Sag nochmal. Ich lese mal von Lippen ab. Iliopsoas. Gut. Und der zweite? Rectus femoris. Sehr gut. Genau. Mensch, Linda. Stark. Genau. Und das hier ist der Rectus femoris. Also insofern, da kannst du auf jeden Fall mit der Rolle gerne bleiben. Aber mit der Rolle bearbeitest du nicht hinten den Rücken, der immer zieht? Doch. Ha, also das doch. Und ich habe mir auch so einen Duo-Ball gekauft. Ja. Weil ich dachte, als ich dann mit der Rolle das Gefühl hatte, das kann ich jetzt aushalten, ich muss eine nächste Stufe haben. Ja, okay. Und damit kommst du ein bisschen tiefer rein, ne? Ist nicht das Angenehmste? Nee. Aber das hier war unangenehmer. Das hier, ne? Im Bauchraum ist sowieso immer ein bisschen doof. Keine Sorge, ich mache jetzt noch das linke Bein. Und dann machen wir erstmal eine kurze Pause. Eigentlich habe ich das mit der Rolle angefangen, weil ich Angst hatte, dass wenn ich hier hinkomme, dass mir hier an meinem Bein so weht. Geil! Stark! Boah, das werde ich nicht aushalten können. Ich muss das vorbereiten. Guck, hat schon geholfen. Ja. Das ist ja geil. Aus dem Antrieb aus hast du... Ich konnte mich gar nicht da drauflegen am Anfang. Das ging gar nicht. Ich konnte nicht mal diese Rolle mit meinem Bein streifen. Ich bin darauf fast gestorben. Gut, und dann hast du aber gemerkt, dass es besser ging. Ja. Welche Farbe hast du von der Rolle? Die schwarze. Ah, hast du direkt gedacht, zu rendern hart. Die hatte ich schon. Ach so, dann die nur nicht benutzt. Ja, weil ich das ja nicht aushalten konnte. Ja. Habe ich gedacht, dann kann es nicht richtig sein. Aber dann hast du dich ein bisschen durchgekämpft. Ja. Gut, super. Dann habe ich mir noch so einen Ball auch für die Beine geholt, weil dann konnte ich das mit der Rolle auch gut aushalten. Und dann habe ich gedacht, dann. Ja, super, sehr gut. Für euch, für Radfahrer super Sache, eine super Sache. Das ist definitiv. Seitdem sind meine Beine auch nicht mehr so müde, wenn ich dann wieder fahre. Ja, ja. Erzähl weiter. Das finde ich gut. Weil man die Faszien trainiert und damit einfach auch den Stoffwechsel schon ein bisschen verbessert. Das, was ich hier mit meinen Händen intensiv mache, machen die blöden Stücke Styropor, die entweder rund oder länglich oder sonst irgendwas sind. Damit könnt ihr es zu Hause halt einfach ein bisschen imitieren. Hm? So, habe ich gesagt Pause? Nee, noch nicht. Fast.
wo du gerade so liegst, weil dann können wir gleich die Position ändern. Ist denn mal eine Aufnahme von deinem Rücken gemacht worden? Ja. Wann? Sei jetzt nicht mit 13. Nein, da ist irgendwie vor 3 Jahren, glaube ich, noch mal eine gemacht worden. Und da sagte der Orthopäde dann auch, dass alles in Ordnung ist. Und dann hat er mir halt dieses Tape verpasst und hat gesagt, so, damit wird's bestimmt jetzt gut. Ja. Und dann war ich jetzt halt, als ich das mit dem Hexenschuss hatte, nochmal beim Orthopäden, dann 1,5 Wochen später, als ich dann da ja den Termin bekommen habe. Und dann hat der mir auch dieses Tape dann wieder verpasst, nachdem ich ja bei dem Chiropraktiker schon mobilisiert wurde. Und hat aber gesagt, er möchte keine Aufnahme machen, weil er nicht in den Schmerz einstrahlen möchte. Ja. Ja. Und dann war ich irgendwie bedient und bin abgedampft. Linda, kannst du einmal bitte hier rumkommen? Einmal. Genau, einmal da bleiben, bitte. Ich gehe jetzt einmal hier. Darf ich bis dahin gehen? Da? Gut. So, da komme ich direkt oberhalb von der Symphyse, vom Becken. Gut. Warum mache ich das jetzt hier vorne? Weil durch diese Haltung, ich weiß gar nicht, wie viel fährst du in der Woche? Fährst du überhaupt noch viel? Hast du überhaupt noch Zeit beim Arbeiten und Studium? Also 3-mal fahre ich auf jeden Fall. Viel. Okay, also fährst du doch noch recht viel. Es verkürzt sich ja vorne alles und wir haben dann hinten auch einen Zug. Und ich möchte das hier alles vorne öffnen, weil es einfach wichtig ist für die ganze Beckenmobilität und für die Lendenwirbelsäulenmobilität auch. Okay, so, wir machen ein kurzes Break. Und damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, zu Flow Sports Technology Europe. Die Flow-Geräte sind zu absolut zuverlässigen Helfern bei uns in der Therapie geworden und nicht mehr wegzudenken. Der Flow Pro ist ein kompromissloses, hochwertiges Profigerät, das extrem leistungsstark ist und bei uns bei besonders harten Fällen zum Einsatz kommt. Der Flow Mini ist unser Allrounder, sowohl im IBT als auch für den privaten Gebrauch. Er hat eine sehr handliche Größe, ist nicht zu schwer und hat richtig Power. Der Flow Nano ist die weltweit erste Massagepistole, die Vibrationsmassage und Wärmetherapie vereint. Sie ist echt super leicht und eignet sich dadurch perfekt zur Selbstbehandlung. Wenn du dich für eins dieser 3 Produkte interessierst, nicht vergessen, über den Link unten in der Videobeschreibung kannst du dauerhaft bei jeder Bestellung 10% sparen. Also denk dran, Qualität zahlt sich immer aus und diese 3 Produkte haben definitiv einen enormen Wert an Qualität. Linda hat mir Windeln besorgt. Du darfst den Kopf jetzt auf eine Windel legen. Nein, keine Windel, das sind so extra. Linda hat jetzt jeden Abend zu Hause gesessen und ein Papier ausgeschnitten. Damit wir, ey, zack, Magic. Stark. Ich bin begeistert. Danke, Linda. Gerne. Ich habe ja sonst keine Hobbys. Genau, richtig. Wie war das noch mit... Ich will nicht drüber sprechen. Denn er ist eine Großmeisterin im Holz bearbeiten, so viel darf ich sagen. Und im Lego bauen. Im Lego? Ja, oder nicht? Sagt man das nicht so? Wie sagt man? Gibt es da einen speziellen Ausdruck für Lego? Basteln? Die denken, ich bin bescheuert. Warum? Ja, gut, dass du nebenbei Models und so muss ja. Okay. So. Was denn? Ich gehe Pilze sammeln. Okay. Nein, stimmt nicht. Und sammelst Briefmarken. Und das sowieso. Ich hab früher Telefonkarten gesammelt. Jetzt kommt ihr. Was sind überhaupt Telefonkarten? Sowas kennt ihr gar nicht mehr. Das gab es in den 90ern. Bei Telefonzellen. Da. Das muss,
Brustmuskel. Den Brustflügel, den möchte ich dir gleich noch ein bisschen mobilisieren. Merkst du den? Mhm. Gut, okay. So kommen wir mal von unseren Hobbys mal weg. Ich könnte jetzt weitermachen. Das lassen wir. Was? Nein, mit mir natürlich. Aber... immer diese Lotion, immer direkt einschmieren, 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 auf. Das war jetzt eigentlich zu schnell, weil eigentlich brauche ich da die trockene Haut, weil sonst habe ich keinen Grip, kann schlecht die Hautfalten fassen. Das wird hier sowieso aber generell recht schwierig, wie ich gerade schon gespürt habe. Naja, doch, könnte klappen. Aber jetzt brauche ich ein Papier. Darf ich einmal aufmachen? Mhm. Meine Silenenwirbelsäule verbacken. Man sieht jetzt auch die Stellen, die ich gerade mobilisiert habe. Genau, also was heißt mobilisiert? Ne? Einmal die Hautfalten, also einmal angehoben, um so ein bisschen das Gewebe unten drunter zu lösen. So, und das kann man, wenn man zu viel Lotion hat, dann rutscht man halt einfach nur noch durch die Gegend. Juto. Rechtes Gesäß muss ich gleich auch noch dran. Ui, ja. Meine Güte. Gehst du noch ins Fitnessstudio? Nein. Nicht? Ich mache nur Mattensport im Wohnzimmer. Ich habe erst verstanden, Mathe und Sport. Nein, Mattensport. Matten? Also einfach so ein bisschen zu Hause. Ah ja, okay. Also wenn das dieses Ziehen, seitdem du 13 bist, ist das dann, zieht das auch noch hoch oder bleibt das hier unten in diesem Bereich? Also ist das quasi hier oder zieht das hier noch weiter hoch? Also letzte Woche ist das ein bisschen hier hochgezogen, ja. Aber das hatte ich diese Woche nicht mehr. Ja, aber seitdem du 13 bist, hast du dieses Ziehen. Ja. Und ist das hier... hier so eine Strecke oder ist das hier unten eher die Strecke? Das ist eher da unten. Okay. Also einmal nur um, das ist hier bombenfest, das Gewebe. Ich komme ganz schlecht in die Tiefe. Ich kratze hier gerade mal so an der Oberfläche und komme überhaupt nicht durch die Muskulatur durch. Also eine sehr, sehr, sehr hohe Spannungsqualität. Das spürt man halt am Widerstand der Finger und ja, hier. Hier sehen wir schon, hier bildet sich gerade schon ein kleiner Bereich aus, der wo der Widerstand besonders groß ist. Also du fährst jetzt hauptsächlich noch Mountainbike? Ja. Gut. Und ja, Spinning. Spinning, okay. Weil ich finde, also im Winter fahre ich nicht gern draußen. Mhm. Und dann ist es auch so schnell dunkel. Aber Rennrad fährst du jetzt draußen nicht mehr? Nee. Gut. Also ich komme jetzt in Bauchlage, obwohl das sonst eigentlich immer ganz gut geht. Schlecht hier in die Tiefe an die Lendenwirbelkörper. Das muss ich gleich in Seitlage machen. Weil ich noch gar nicht... Das ging tatsächlich sogar im Sitzen fast ein bisschen besser. Das ist ganz selten eigentlich der Fall. Irritiert mich fast ein bisschen.
Okay, also dafür, dass das die erste Behandlung dieser Art überhaupt ist, machst du das richtig gut. Du musst mir aber trotzdem sagen, Thomas, reicht, ja? Ja. Falls es, also wenn du merkst, dass es dir zu viel wird. So, einmal durchatmen. Ist okay hier unten? Ja. Oder tut das weh? Das tut, also ich merke das. Ja. Aber das ist noch nicht unaushaltbar. Aber... Wird das schlimmer so oder besser? Oder ändert sich gar nichts? Ändert sich nichts. Falls es schlimmer wird für dich, sag Bescheid bitte, ja? Gleich geht es aber sowieso in Seitlage. Also ich habe auch ganz lange auf dem Bauch geschlafen. Wann? So in deinem Leben? Ja, so bis... Oder heute Nacht? Nein, so bis vor einem... Also bis das mit dieser Geschichte da im Dezember war. Ja. Und dann... habe mir in einem Video gesagt, dass das nicht gut ist. Und dann habe ich das versucht, mir abzugewöhnen. Mhm. Seitdem schlafe ich halt, also versuche ich auf dem Rücken einzuschlafen, aber meistens werde ich auf der Seite wieder wach. Aber nicht mehr auf dem Bauch, oder nee. Wie? Mhm. Man muss es versuchen und sich immer wieder dran erinnern. Ja, und dann... Ich habe auch echt schlecht geschlafen am Anfang. Ja, aber mittlerweile geht's. Ja. Gut. Also man kann sich umgewöhnen. Ja, aber... Es dauert, man braucht ja Geduld. So, ich bin in der Lendenwirbelsäule noch nicht durch, aber Caro mir schon angegeben hat, dass die Bauchlage jetzt nicht unbedingt die Favorite-Lage ist, gehe ich jetzt auch schon mal nach oben, weil ich gleich die Position ändern möchte in Seitlage. Dann nehme ich das hier schon mal mit. Aber ich muss noch ein Bauchlages Gesäß machen, Linda. Mensch. Gut, okay. Also ich kann schon auf dem Bauch liegen, aber ich will halt nicht mehr so schlafen, weil morgens habe ich dann gedacht, ich breche durch. Ja, genau, richtig. Und durchbrechen ist eigentlich immer ein Gefühl dafür, dass man, also wird häufig von Leuten, die tatsächlich Wirbelblockaden haben, häufiger so beschrieben. Oh, da ist mal wieder Zeit für meinen Ellenbogen. Und das ist jetzt natürlich, so sollte man nicht aufstehen mit einem Durchbrechgefühl. Da fängt der Tag schon mal nicht so gut an. So, wir haben ziehen ins rechte Gesäß. Ja. Ne? Also jetzt nicht, aber ne, zu deinen Symptomatiken gehört das ja. Dementsprechend. Und vom Tastbefund her komme ich hier auf der rechten Seite. Das tut ultra weh. Als hätte ich da jetzt einen blauen Fleck. Noch nicht. Es tut ultra weh. Okay, man sollte auch immer den Patienten mal zu Wort kommen lassen. Also daher, wie ist es hier? Hm? Geht? Was war das? Ja, nein? Es geht. Wie ist es hier? Geht auch. Geht, okay. Da? Mm. Nicht so. Ist das? Mm-mm. Ist das? Nicht so schlimm wie auf der anderen Seite. Okay, wenn ihr manchmal denkt, der drückt nicht so doll und provoziert deswegen, achtet mal auf meine Finger. Ja, ja. Da gesehen? Ne?
meine Finger, naja gut, meine Finger haben ziemlich gezittert. Also weil ich halt, ne, von Intensität hier, ich habe hier mehr Druck gegeben als hier. Also. Typischer Muskelverlauf von Piriformis. Den gehe ich jetzt vom Hüftgelenk bis zum Kreuzbein ab. Und wenn das mal nicht eindeutig ist. Okay, ich mache mal ein bisschen weniger. Volle Kanne unter Spannung. Ist okay so? Feierabend zu, ich muss mich auch mal ein bisschen abstützen. Also Hausaufgabe wird auf jeden Fall rechten Piriformis dehnen. Wie? Muss ich dir noch zeigen. Und hier gibt es noch den sogenannten Gluteus Medius. Der geht auch richtig steil. Durchatmen. Wollte ich nicht eigentlich aus der Bauchlage raus? Geht das hier noch oder ist das schlimmer geworden? Okay. Okay, gut, gut. So. Fährst du Rennen eigentlich? Nicht mehr. Nicht mehr, okay. Aber du bist anscheinend echt, also Respekt dafür, dass es wirklich so die erste Behandlung ist. Machst du das wirklich gut? Ich kann sehr gut so an der Grenze des Machbaren behandeln, um möglichst viel zu lösen. Aber Gesäß ist jetzt fast schon durch. Ich nehme trotzdem nochmal einmal meine Go-Go Gadgetto Massagehand. Go-Go Gadgetto kenne ich auch keine Ahnung. Was denn? Was lachst du so? Sagt dir das irgendwas? Nee, ne? Nee. Noch nie gehört, ne? Nee. Ja, klar. Mr. Gadget? Nein, ne? Linda, du auch nicht? Auf jeden Fall. Nein, ich wollte gerade sagen. Guck. Wir halten Hauding. Also ich habe jetzt den Bullet-Aufsatz mal genommen. Mit dem Bullet-Aufsatz braucht man wenig Druck und kommt gut in die Tiefe. Und ganz häufig ist es so, ich habe hier genau, ich weiß ganz genau, wo die Spannung sitzt. Da. Ja. Da. Das ist der Hauptspannung. Das ist hier wie so ein Band. Und ganz häufig haben wir es dann da, die Blockaden. Das wäre auch Kreuzbein. Ja. Aber wir hatten auf der linken Seite das Kreuzbein und wesentlich weiter oben das Darmbein auf der rechten Seite. Ja. Körper kann man nicht immer hundertprozentig erklären. Aber das hier nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Okay, gut, so, wo wir hier gerade sind. Die rechte Seite Lendenwirbelsäule nochmal mit.
bis zum ESG, also linke Seite, habe ich rechts gemacht. Durch den Gelenkspalt durch, hier komme ich auf Knochen, immer unangenehm. Rechte Seite. Okay, so. Was macht deine Kondition, Ausdauer? Die muss ja eigentlich bombastisch sein, ne? So generell auf dem Fahrrad. So behandlungstechnisch geht noch? Ja. Okay, super. Ich würde nicht ganz gerne noch die eine Sache machen. Leg die mal auf die rechte Seite bitte mit dem Gesichtszylinder. Achtung, warte. Blutergüsse hat es hier schon, ne? Nichts mehr zu tun. Das war mein Schreibtisch. Dein, was hast denn du für einen aggressiven Schreibtisch? Vielleicht denkt mein Schreibtisch das von mir, weil ich dagegen gerannt bin. Mhm. Willst du die Kanten abrunden mit deinen Beinen, oder was? Eigentlich nicht. Jetzt komme ich tiefer zum Bauchnabel. Die vorhin im Sitz da war, spüre ich jetzt gerade nicht mehr. Das kann sein, dass es einfach nur an der Ausgangsposition liegt. Kann sein, dass es schon ein bisschen weniger Spannung geworden ist. Caro merkt es auf jeden Fall schon auch. Jetzt bin ich an dem, jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt. Wenn ich meine, jetzt bin ich an dem Punkt, ich habe da so wie so ein Band, was hier von unten nach oben geht, was da sonst eigentlich nicht sein sollte. 3 Sekunden noch, okay? 1, 2. Drei. Okay, gut. Ja. Vielleicht die längsten 3 Sekunden deines Lebens, aber okay, durchatmen. So, tu mir mal einen Gefallen. Du setzt dich da nochmal einmal auf. Komm mal hoch. Ja, gut. Kitzelt das? Du grinst so. Bisschen. Merkst du, dass dieses Knacken weg ist? Das Flitschen. Flitschen? Ja. Okay, flitschen. Für mich war es ein Flitschen. Guck. Finde ich auch gut. So, eine gute Vokale. Flitschen. Könnte ich eigentlich auch mal in mein Vokabular aufnehmen. Wie wäre es mit einer kurzen Pause? Gut. Mama. So, Karl, jetzt,
gerade nochmal so ein Brainstorming mit mir selber gemacht. Das finde ich ganz interessant. Unten haben wir jetzt eigentlich so weit, weichteiltechnisch alles so geschafft. Ich würde jetzt ein bisschen in die Mobilisierung reingehen. Da tauschen wir beiden uns jetzt sehr gut aus. Du sagst mir, pass auf Thomas, da zieht was, da tut was weh, dann kannst du mich nicht hinbringen. Oder aber auch, ich will da gar nicht hingebracht werden. Das ist voll cool, du musst es mir nur sagen. Ja. Okay? Ja. Gut, so, ich fange mit dem Kreuzbein auf der linken Seite an. Dafür legst du dich bitte einmal so auf die Seite. Einfach so auf die Seite fallen lassen. Okay. Komm ein Stück nach vorne, bitte. Noch ein Stück. Gut. Den Arm. Den gibst du mir mal. So. Das bleibt noch da. Okay. Unteres Bein strecken, oberes Bein beugen, bitte. Unten strecken. Hier weit rüber. Super. Ist okay? Tut dir mal so weh oder geht's? Nee, es tut nicht weh. Okay, genau hier will ich jetzt mobilisieren. Hier locker, super. Gut. Okay. So, alles okay? Gut. Erste Mobilisierung hast du geschafft. Jetzt erstmal durchatmen. Tat das weh? Nein. So soll's sein. Dann leg dich mal auf die andere Seite. Stück nach vorne. Den an. Da. Und da. Unteres Bein strecken, oberes Bein beugen. So, du hast es super gemacht. Sich hier hast rüberfallen lassen. Wie geht das jetzt hier vom Gesäßbereich? Das war vorhin sehr unangenehm, als ich da reingeht. Okay. Das war die andere Seite. Nee, hier. Ja, doch. Da, soll ich da nochmal? Soll ich nochmal den Anpunkt drücken? Nein. Da ist noch ganz genau. Hier unten, das musst du ein bisschen mehr strecken. Ja, genau. So ist gut. Jetzt hier kannst du dich oben Schulter ein bisschen locker. Du fällst nicht runter. Ja. Durchatmen. Alles okay? Was war das jetzt? Tat was weh? Okay, war nur viel Druck. Ja, man bringt natürlich einen Überdruck auf den Körper. Okay, stell mal einmal das Bein an, das Bein an. Jetzt legst du mal die Hände einmal hier auf den Bauchnabel. Atmest mal Richtung Bauchnabel. Ein und aus. Und dass der Bauchnabel ein bisschen in Bewegung kommt. Oh was, ich habe jetzt schon Angst. Du hast mir gesagt, dass du früher bist du 6-mal die Woche Fahrrad gefahren, ne? Also Beinpower hast du wohl. Früher. Ja. Mal gucken. Okay, das wird jetzt bestimmt anstrengend. So, Hände kannst du da liegen lassen, kannst du aber auch zur Seite legen. Ich brauche jetzt von dir... Drück mal die Knie nach außen gegen meine Hände. Druck, 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 Druck! Yes! Gut, okay. Gut. So, pass auf. Jetzt nicht übertreiben. 50% nach innen. Druck. Druck. Gut. Und nochmal. Volle Kanne nach außen. Druck. Gut. Okay. Und jetzt nach innen. Volle Kanne. Ah, gut. Okay. Alles cool? Gemerkt? Hier, das ist geflitscht. Genau. Ja. Geflitscht wieder. Das wird heute noch das neue Wort. Ne? Wenn, man merkt das im Adduktorenbereich, wenn die so Füße so ein bisschen in die Mitte des Beckens ein bisschen in Bewegung kommt. Cool. So, das haben wir. Brustwirbel. Kannst eigentlich so bleiben. Und ein Stückchen nach unten rutscht. So ist gut. Beine bleiben angestellt. Die Arme nimmst du einmal dahin.
musst du mir nochmal helfen. Guck mal hier der Druck. Und da der Druck. Okay. Und da der Druck. Da. Mhm. Das ist eindeutig. Okay. Gut. Hier lässt du mich durchsinken. Okay. Gut. Einatmen. Ausatmen. Okay? Mhm. Zieht nichts? Mhm. Also dafür, dass du im Dezember so schlechte Erfahrungen gemacht hast, erstmal Respekt vor mir, dass du es so zugelassen hast, die Mobilisierung. Wir sind noch nicht ganz durch, Halswirbelsäule gucken wir noch, aber wir machen trotzdem noch einen kurzen Break, weil jetzt brauchen wir noch eine kurze Pause einfach nach der Mobilisierung. Okay? Ja. Gut, Caro, last but not least, Halswirbelsäule haben wir natürlich noch was zu mobilisieren, aber vor allem auch einschlafende Hände. Da haben wir natürlich noch ein bisschen was hier in Bewegung zu bringen. Einschlafende Hände passiert meistens, denn da hast du eigentlich die Beine drauf. Guck mal, das ist viel interessanter, was die Beine da unten machen. Das ist wie bei Latt. Ja, links, rechts, beide gleichzeitig. Vorhin hat sie Schwimmbewegungen gemacht. Das ist wie wenn man Wolken liest und da Bilder drin sieht. So ist das mit deinen Beinen. Du machst mit der Rolle aber auch deine Brustwirbelsäule, ne? Ja. Und Halswirbelsäule auch? Ja. Ja, was heißt Ja, ich finde das schwierig. Ich komme da nicht so gut hin, habe ich das Gefühl. Okay, machen wir gleich mal zusammen. Es kann sein, ich habe es heute noch bei einer Patientin gehabt. Es ist nur so, Frauen haben aufgrund der Körpergröße, je kleiner du bist, desto kürzer ist deine Halswirbelsäule. Da kann der Querschnitt von einer normalen Faszienrolle zu dick sein. Dafür gibt es dann die mit dem geringeren Querschnitt. Gucken wir uns gleich mal an. Da flitscht aber einiges. Das tut weh. Also, jetzt mal abgesehen von dem, was letzten Dezember passiert ist, ne? Als Radfahrer, wenn man noch nie, wenn man so viel gefahren ist, haben wir das gerade in der Pause gesagt oder während des, dass du teilweise 6-mal die Woche gefahren bist? Ich glaube, das haben wir in der Pause gesagt. Dann ist das kein Wunder, dass man hier oben so verspannt. Es sei denn, man fährt Hollandrad. Aber Holland, mit dem Hollandrad im Gebirge zu fahren, sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja. Mit drei Gängen. Aber Rücktrittbremse. Ja. Ich habe bei dir überhaupt nicht die Beweglichkeit der Halswirbelsäule getestet. Aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass die bei dir gut ist. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ja, also passiv auf jeden Fall. Das habe ich verpasst. Okay, durchatmen. So, ihr habt ja alle genau aufgepasst und das Video komplett geguckt. Wo waren die Kopfschmerzen nochmal? Rechts oder links? Exorzisten heute. Jetzt wirst du aber aufdringlich, Linda. Ah. Gerade rechter Bereich.
Ich wurde von dir angezeigt. Knackt dein Kiefer manchmal beim Essen? Ja. Okay, tut mir einen Gefallen. Einmal den Mund öffnen, auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Sieht aber sehr gerade aus. So. Ich habe auch so eine Schiene dafür bekommen, weil das war eine Zeit lang ganz schlimm. Mhm. Aber jetzt öffnet er sich eigentlich sehr gerade. Und auch von Gelenken her jetzt gerade, weil ich bin hier drüber gegangen, hat er einmal Knunk gemacht. Ja? Also es ist untypisch, dass der Kiefer sich so leicht öffnet. Aber von Gelenken her kann ich da keinen Unterschied gerade merken. Kopfspannung hast du wohl genug, ne? Mhm. Weißt du was? Das Schlimmste hast du überstanden. Mhm. Ehrlich. Nein, jetzt ehrlich. Fällt gerade ein, stimmt nicht. Ich habe ja noch was vergessen. Das muss ich zumindest, sonst habe ich, sonst kann ich heute Nacht nicht ruhig schlafen. Ehrlich, sonst war ich heute Nacht auf, denke, nein, du hast den Brustmuskelbereich vergessen. Ich finde das total cool hier in diesem neuen Raum. Ich kann hier mal an und dann kann ich hier in die Wolken gucken. Muss ich den Patienten achten. Kitzelt? Ah, mal einmal rechts, links. Super. Okay, na, da muss ich jetzt gar nicht weitermachen. Weißt du, wie viel Stickstoff in der Luft ist? Mm-mm. Prozent? Ja, auch nicht, aber ziemlich viel. Aber wesentlich mehr als Sauerstoff. Mm. Ich hätte getippt 70 oder 80. Ja, ist auch so. Ich glaube tatsächlich 70% Stickstoff und irgendwas mit 20-25% Sauerstoff oder so. Und der Rest Edelgas. Edelgas. Versuch mal, hier die Spannung aus den Schultern zu nehmen. Jeppa. Gut, okay. Gut, so, jetzt kann ich auch ruhiger schlafen. Ist das okay, wenn ich dich noch an der Halswirbelsäule mobilisiere? Ja. Ja? Von der linken Seite. Dritter Hals. Auf der linken Seite. Ganz ablegen den Kopf. So, jetzt pass auf. Ich zeig's dir erstmal.
Da habe ich dich hinbringen. Ist das okay? Mhm. Oder tut das weh? Das zieht hier nur ein bisschen, aber nicht schlimm. Ja, okay, warte. Warte. Lass nochmal liegen. Ich muss dich schon noch da hinbringen. Geht? Nach da zieht es. Mhm. Hier nach außen? Ja. Du hast es gesagt. Ich wollte dich in Ruhe lassen, aber das ist der Trapezius, der hier genau... Ich glaube, das hat nicht gezogen. Hat nicht gezogen, ne? Schon überzogen. Au. Gut, dass du gleich nicht zurückfahren musst. Hast deinen Chauffeur dabei, ne? Gott. Eine gewisse Hyperreaktivität ist schon in deinem Körper vorhanden. Wie war's? Ging? Mhm. Okay. Wollen wir linke Seite direkt hinterher schieben? Dann haben wir es geschafft für heute. Mhm. Okay? Mhm. Da, genau, bis locker lassen. Gut, super. Gut gemacht. Fertig. So. Wir machen noch eine Abschlussbesprechung. Caro darf sich jetzt noch ein bisschen entspannen. Das hat sie sich mehr als verdient. So, also, gucken wir nochmal. War ich natürlich zu früh, weil das Becken muss ich natürlich schon noch mal testen. Hier müssen wir abrichten. Genau, ein Strich. Super. Einmal nach vorne beugen, bitte. Komm wieder. Gut. Nochmal. Bleib genau da. Gut. So. Nochmal nach vorne beugen. Reicht. Gut. Super. Doch. Passt. Okay. Gut. Dann darfst du von der Folterbank runter. Und Platz nehmen. Ja, wie war es für dich? Schmerzhaft. Mhm, das ist so 99% der ersten Antwort ist das. Aber gut, sonst. Anstrengend. Ja, für mich auch. Mhm, für Linda auch. Für uns alle. Tut mir leid. Nein, das war super. Das war gut. Man hat einiges gespürt in deinem Körper. Vor allem, dass die Lendenwirbelsäule unten auch ganz gerne mal vorher mit den Händen gerne durchgewalkt worden wäre. Da wäre gerne mal viel mehr Bewegung reingekommen. Ja? Und das war echt schwierig, da richtig reinzukommen. Muss ich sagen. Es tut mir leid. Was ist los? Du sollst dich nicht entschuldigen. Ja. Nein, das ist alles gut. Das ist für mich ist das nicht... Ja, für mich sind das immer wichtige Dinge, die ich aufnehme und das sagt mir ja was über deinen Körper, so fest wie deine Lendenwirbelsäule war. Genau in diesem Bereich hast du auch immer diesen Zug, dann auch wenn du auf dem Fahrrad sitzt. Ja. So bombenfest wie deine Muskulatur da unten war, die Sehnen, die strahlen mit in die Iliosakralfugen rein. Das sind die Gelenkspalte.
So, und da hast du immer deine Schmerzen. Ja. Wenn man das lockerer da unten hält, ich kann dir das nicht garantieren, dass dein Schmerz von vor 20 Jahren weg ist. Der wird jetzt nicht einfach von jetzt auf gleich weg sein. Aber man kann was dran ändern. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was deine Problematik macht mit dem Bein, mit den Armen. Das können wir jetzt nicht beurteilen, weil wir keinen Test vorher, nachher wirklich machen konnten, was jetzt die Schmerzqualität angeht. Dementsprechend meldest du dich dann nächste Woche bei mir. Ne? Da rufst du hier dann nochmal an und dann quatschen wir nochmal darüber. Ansonsten, neue Behandlungserfahrung war es ja schon für dich, ne? Ja. Was meintest du gerade, als du am liebsten manchmal durch die Bank durchgeflüchtet? Oder? Ja. So sahen deine Beine auch aus. Du hast dich ungefähr so viel bewegt wie beim Marathon. So, jetzt haben wir ja noch gesagt, die Rolle benutzt du schon in den Oberschenkel, das ist gut. Auch für die Wirbelsäule ist auch gut. Jetzt wollen wir noch mal einmal den Nacken checken. Dafür habe ich dir unsere Stahlrolle mitgebracht. Die ist extra für den Nacken. Oder auch nicht. Ich habe sie gerade nur entdeckt, nochmal in unserem Arsenal. Das hat uns tatsächlich mal ein Maschinenbauer, Bauschlosser, hat uns die gemacht. Ist jetzt so für die Dornfortsätze, für die Knochenfortsprünge nicht so zu empfehlen. Es gibt eine Geschichte, angeblich, dass Dirk Nowitzki mal auf so einem ähnlichen Teil seine Faszien ausgerollt habe. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Dirk, wenn du zugucken solltest, kannst du gerne in die Kommentare schreiben, ob das stimmt. Ich glaube es nicht. Okay, wir haben jetzt hier die Rolle mit dem geringeren Durchschnitt. Und dafür... Linda, uns fehlt hier noch eine Matte, fällt mir gerade auf. Nun gut. So, mal auf die Trainingsfläche gehen, da waren wir noch nie. Wir sind ja jetzt neben der Trainingsfläche. Komm, wir machen noch mal eine kurze Pause. So, einmal runter. Zeigst du mir einmal, wie du die Halswirbelsäulenübung zu Hause machst? Also ich habe mich einfach so da draufgelegt und dann meinen Kopf so gedreht. Aber ich spüre dann nichts. Okay, gut. Und jetzt gerade spürst du dann auch nichts wahrscheinlich. Okay, wir probieren mal die mit dem geringeren Durchschnitt. So, leg mal. Ist das? Unangenehmer. Also heißt das eigentlich, dass du was spürst? Ja. Ja? Okay, also merkst du damit ein bisschen mehr? Ja. Also wäre es nicht so verkehrt, vielleicht sich die auch nochmal zu besorgen, weil im Nacken ist einiges nicht in Ordnung. Also was heißt nicht in Ordnung? Also die Spannung ist halt relativ hoch. Du studierst noch, du sitzt relativ viel und vom Job später wird das auch so sein. Und jetzt haben wir beide Arme, die einschlafen, oder Hände, besser gesagt, ne, die einschlafen. Und wir haben von der Mobilität in deinen Armen gesehen, dass du sehr weit nach hinten kommst. Das heißt, hier die Problematik wird nicht so entscheidend sein, sondern viel hier oben aus der Halswirbelsäule. Okay, gut, setz dich nochmal an. Kannst dich einmal aufsetzen, für euch nochmal zum Gucken. Was das für ein Unterschied ist vom Querschnitt. Deswegen Halswirbelsäule für Frauen ist die kleinere häufig zu empfehlen. Ja, gut. Okay, wollen wir einfach mal wieder zurückgehen. Linda folgt uns auf dem Fuße. Wir gehen hier einmal rum. Komm. Gut, also nächsten 3 Tage kein Sport, kein Fahrradfahren, bitte. Dehnung ein bisschen mehr wieder mit reinbringen. Du hast gesagt zwischendurch in der Pause, dass du mal Body Balance gemacht hättest. Da bitte, was die Hüfte angeht, mehr dehnen, vor allem vorne mehr öffnen. Ja. Das wäre wichtig, was den Zug hinten angeht. Ha, ich habe was vergessen. Muss ich nochmal auf die Bank legen. Mann, ja, sorry. Rechts. Leg dich nochmal auf den Rücken. Nee, lass mal, kannst du anlassen. Das geht ganz schnell. Die Übung kennst du wahrscheinlich auch schon. Piriformis Dehnung, weil der war ja so empfindlich. Leg dich mal auf den Rücken. So. Das Bein anlegen. Da. Ja? Merkst du schon zu. So, den Unterschenkel, die Mitte hier zur Schulter ziehen. Nee, nicht da loslassen. Ja? Und daran ziehen. Okay? Aber ich kann den nicht gerade machen.
Es geht nicht. Nein, du sollst nicht gerade machen, dann luxierst du dir deine Hüfte oder brichst dir dein Knie, das wäre doof. Dahin. Guck mal, du musst hier den Unterschenkel, den bringst du dahin. So. So darfst du aber. Und jetzt die Mitte des Unterschenkels da zur Schulter hinziehen. Dahin. Mhm. Nicht hier. Dahin. Okay? Da. Das machst du am besten immer morgens und abends im Bett. Mhm. Okay? Ja. Gut, so, dann kannst du wieder aufsetzen. Herrgott. Also, Piriformis haben wir noch. Jetzt haben wir die Rolle gerade gemacht. Das soll aber auch erstmal reichen an Eigenübungen. Du meldest dich nächste Woche bei mir, wie es aussieht. Ja. Okay? Wie oft mache ich das mit der Rolle? Mit der Rolle, das machst du auf jeden Fall jeden Abend. Kannst du auch gerne morgens machen. Und da gibt es keine Wiederholungszahl, sondern das ist so, du machst gerne abends vom Fernseher einfach 1 bis 5 Minuten. Ja. Hauptsache du machst es. Ja. Täglich. Ja. Okay? Ja. Gut, und wenn du auf der Rolle liegst, Arme gerne noch ein bisschen zur Seite und dann ist gut. Okay. Ja? Mhm. Dann haben wir es geschafft. Danke. Gerne, schön, dass du da warst und wir hören uns nächste Woche. Ja. Danke, dass du es wieder zugeschaut hast. Ich glaube, es ist wieder eine ziemlich lange Folge geworden. Nicht die üblichen 10 Minuten wie sonst. Aber es gab halt auch einiges zu tun. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere kostenfrei unseren Kanal. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib die gerne auch unten in die Kommentare. Ich versuche mich bei Zeiten dann schnellstmöglich zurückzumelden. Alles klar, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.